Wenn das Meer auf diesen Spinalkanal da aufdrückt, dann kann das natürlich auch weitere Folgen haben, die man sich vielleicht gar nicht so ausmalen möchte. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Dies ist das Video, auf das ihr gewartet habt. Und zwar habe ich mich ja beim Kreuzheben verletzt bei einem Maximalversuch mit 130 Kilo für ein YouTube-Video. Im Nachhinein denke ich mir auch so, smart. Naja, zumindest war ich jetzt beim MRT und es hat sich eine Diagnose herausgestellt und ich dachte, ich bespreche das Ganze mal mit euch, erzähle euch, was da so bei rausgekommen ist. Wir schauen uns gemeinsam mein MRT-Bild an und ja, besprechen vielleicht auch so ein bisschen die Hintergründe, Ursachen etc. Kleiner Disclaimer an der Stelle, ich bin natürlich kein Arzt, auch kein Physiotherapeut, sondern habe mich selbst zu dem Thema informiert, mit Hilfe von Fachliteratur, beispielsweise Anatomiebücher. Mein bester Freund, mit Anatomie beschäftige ich mich natürlich so gut wie jeden Tag, aber mit der Wirbelsäule zum Beispiel im Spezifischen habe ich mich noch nicht so sehr beschäftigt und ich dachte, ich teile mit euch einfach mal, was ich da so gelernt habe und womit das Ganze jetzt so zusammenhängt. Also, what happened? Ich habe ein, naja, fast sogar zwei Bandscheibenvorfälle und ja, das Ganze sieht man auch sehr eindeutig in meiner MRT-Aufnahme. Ich dachte natürlich als erstes so, oh mein Gott, Bandscheibenvorfall, Hilfe, das ist doch nur was für alte Leute und so. Warum? Und kann ich jetzt überhaupt irgendwas wieder machen? Ich war ganz schön verzweifelt, aber mittlerweile bin ich einfach nur froh darüber, dass nichts Schlimmeres passiert ist und dass, ja, ich so eine gewisse Gewissheit auch habe, eines Tages wieder ordentlich trainieren zu können. Natürlich soll ich jetzt auf jeden Fall in der Zukunft deutlich vorsichtiger sein, was Lasten, besonders Lasten auf der Wirbelsäule natürlich angeht, aber ja, auf jeden Fall habe ich erstmal diese Hoffnung in mir, okay, es wird irgendwann wieder besser. Also, was ist überhaupt ein Bandscheibenvorfall? Das habe ich mich dann natürlich auch gefragt, weil ich weiß nicht, man kennt das so, ne? Aber man beschäftigt sich halt nie wirklich näher damit. Und deswegen dachte ich teile es gleich mal mit euch. Wie gesagt, ich bin kein Arzt, aber ich kann euch das erklären, was auch ich gelernt habe. Und zwar besteht ja unsere Wirbelsäule aus unterschiedlichen Wirbeln, ja, die halt übereinander liegen. Und diese Wirbel werden getrennt und zwar von sogenannten, tada, Bandscheiben. Wer hätte es gedacht? Und diese Bandscheiben sind dafür verantwortlich, dass zum Beispiel so Stoßbewegungen und so einfach gedämpft werden und die Wirbelsäule bzw. die Knochenteile der Wirbelsäule nicht so viel Druck und ja, Belastung ausgesetzt werden, sondern sich das Ganze halt mehr so ein bisschen puffert und die Lasten sich etwas abschwächen. Nun ist es so, diese Bandscheiben, die können sich halt entspannen und dann werden sie wieder Belastung ausgesetzt. Beispielsweise, wenn wir nachts schlafen, also ja, 8 Stunden vielleicht, sagen wir mal optimistisch gestimmt, dann entspannen sich diese Bandscheiben. Der Druck auf der Wirbelsäule wird ja gelöst und dann geschieht Folgendes: Die Bandscheiben werden sozusagen ernährt, also Nährstoffe werden reingeschleust etc. Und das Ganze geschieht durch Diffusion. Nun ist es so, wenn man halt, ja, sich nicht zu sehr entspannt, vielleicht nicht genug regeneriert und seiner Wirbelsäule halt nicht die Möglichkeit gibt, sich wieder so auszudehnen und zu entspannen und von dem Druck loszukommen, dann können sogenannte Degenerationserscheinungen eintreten, also dass halt einfach nicht mehr genug Nährstoffe reinkommen und dort halt irgendwelche Schäden oder Mängel entstehen. Das Ganze macht es dann halt auch wieder leichter, dass etwas mit den Bandscheiben passiert. Eine Bandscheibe könnt ihr euch vorstellen wie einen Donut. Ich finde den Vergleich sehr passend, weil ihr wisst, ich liebe Donuts. Also, stellt es euch vor wie einen Donut, der gefüllt ist. Die Bandscheibe selbst ist der gesamte Donut mit Füllung und dann gibt es eben einen Faserring, das wäre der Donutring und dann gibt es noch die Füllung und das ist ein sogenannter Gallertkern. Ist im Prinzip ein Kern, der ist so ein bisschen so wabbelig. Ich stelle es mir persönlich vor wie so ein Gummibärchen. Genau, damit der halt seine dämpfende Wirkung entfalten kann und der wird eben umschlossen von diesem Faserring. Nun kann es sein, bei Belastung ist es halt so, stellt euch das vor, das sind jetzt zwei Wirbel und dazwischen ist diese Scheibe. Und je nachdem, welche Bewegungen man macht, bewegen sich die Wirbel natürlich so und so und so und so. Und diese Scheibe wird dann halt eben auf einer Seite so platt gedrückt, dann geht sie auf der anderen Seite wieder hoch, genauso halt in die andere Richtung. Und dann kann es eben dazu kommen, dass durch diese übermäßigen Belastungen, und falls es dann mal halt zu einer extremen Fehlbelastung kommt, irgendwann vielleicht der Faserring beschädigt wird. Und wenn dieser Faserring beschädigt wird, dann kann es sein, dass dieses Gallertzeug, der Gallertkern, halt einfach rausflutscht oder zumindest sich innerhalb dieses Faserrings auch verschiebt. Und wenn er wirklich rausflutscht, dann kann es halt auch sein, dass er irgendwann dann hinten in diesen, ja, Nervenkanal kommt und dort dann halt auf die Nerven drückt. Und das wiederum sorgt dann halt manchmal für Schmerzen, für Lähmungen kann es sogar sorgen, für ja, so ein Taubheitsgefühl etc. Sowas habe ich Gott sei Dank nicht. Dafür bin ich wirklich unglaublich dankbar. Ich habe ja auch nur einen Prolaps, so nennt man das, der Gott sei Dank nicht so sehr auf die Nerven drückt. Also da bin ich wirklich sehr erleichtert drüber. Aber dazu kann es eben kommen. Es muss natürlich auch nicht sein, was irgendwie von einem Moment auf den anderen geschieht. Ne? Oft ist es halt einfach so, dass sich diese Belastungen über einen großen Zeitraum anstauen und irgendwann kommt es dann halt einfach dazu, dass der Faserring der Belastung nicht mehr standhalten kann und dann eben das Gallert
rausflutscht. Bei mir, und deswegen schauen wir uns jetzt auch mal mein MRT-Bild an, kann man das eigentlich ganz gut erkennen. Ich finde, ich habe eine sehr schöne Wirbelsäule. Also schauen wir uns das Ganze mal an. Und zwar seht ihr hier meine Wirbelsäule von einer Seite in der Sagittalebene und könnt halt die unterschiedlichen Wirbel erkennen, also diese grauen Blöcke, sage ich mal, die so aussehen wie kleine Quadrate. Das sind die einzelnen Wirbel. Ihr seht hier übrigens die Lendenwirbelsäule und den Fortsatz nach unten hin. Und zwischen diesen einzelnen Wirbeln liegen eben die Bandscheiben. Und ihr könnt hier ganz klar erkennen, okay, die Bandscheiben, die sehen immer so ein bisschen schwarz aus und in der Mitte haben die dann so einen weißen Punkt, so einen weißen Kern. Das ist jetzt folgendermaßen. Ihr seht ja, das sind zwei Bandscheiben, die haben jetzt nicht so wirklich diesen weißen Kern. Sprich, da scheint irgendwie in beiden Fällen der Faserring beschädigt worden sein und das Gallert hat sich dann halt aus diesem Zentrum des Faserrings entfernt. Beim oberen, das ist der eigentliche Bandscheibenvorfall, also ein sogenannter Prolaps. Da kann man halt sehr gut erkennen, wie das auch wirklich so ein bisschen auf diesen Spinalkanal da so raufdrückt. Also ihr seht da eine kleine Vorwölbung, die halt schwarz ist. Und bei der unteren Bandscheibe, die auch etwas dunkler ist, da sieht man, dass da noch nicht so wirklich ein Vorstoß kam. Das Ganze nennt man dann Protrusion, habe ich gelernt. Und zwar bedeutet das im Prinzip einfach nur, dass dieser Faserring auch beschädigt ist, aber halt noch kein Gallert irgendwie auf diesen Spinalkanal drückt, beziehungsweise halt noch keine Grenze überschritten hat und dementsprechend auch höchstwahrscheinlich keine Beschwerden hervorruft. Man muss natürlich auch an dieser Stelle dazu sagen, ein Bandscheibenvorfall an sich muss nicht unbedingt Schmerzen verursachen. Kann auch die Muskulatur sein, die halt wehtut, wenn man Rückenschmerzen hat und ganz, ganz viele andere Ursachen kann es natürlich auch noch haben. Bandscheibenvorfälle im unteren Teil der Wirbelsäule, also in der Lendenwirbelsäule, sind übrigens auch die typischsten. Ich glaube, 80% der Bandscheibenvorfälle, die es so gibt, finden wirklich dort auch in der Wirbelsäule statt. Logischerweise, denn da liegt halt sehr viel Belastung, besonders durchs Bücken zum Beispiel und durch das ganze Sitzen etc. ist halt die Lendenwirbelsäule einfach immer viel Druck ausgesetzt und ja, da kann es dann halt einfach mal zu einem Bandscheibenvorfall kommen. Kann übrigens auch einfach passieren, wenn man keinen schweren Sport macht, kein Krafttraining macht, sondern halt sich anderweitig halt eine schlechte Belastung zuzieht, sage ich mal, zum Beispiel durch viele Sitzen, durch Fehlhaltung etc. kann ganz viele unterschiedliche Gründe haben. Was mache ich jetzt? Ich bin natürlich unglaublich erleichtert, dass mir der Arzt gesagt hat, okay, Leonie, mach dir mal keine Sorgen, es ist nicht so schlimm, irgendwann wirst du dann auch wieder gut Sport machen können, dies, das, aber ich muss natürlich vorsichtig sein und das werde ich auf jeden Fall auch tun. Einfach halt ja besonders gut aufwärmen, ne, mit den höheren Lasten, besonders die, die eben auf meine Wirbelsäule einwirken, also Sachen, die oben auf meinen Schultern zum Beispiel sitzen, bei Kniebeugen und so weiter, gut aufpassen müssen, damit ich da halt nichts verschlimmere. Ich muss euch sagen, das hat jetzt bei mir natürlich auch so ein bisschen so eine Angst entwickelt, vor allem Krafttraining, weil ich halt weiß, okay, da kann durchaus noch was Schlimmeres passieren und wenn das mehr auf diesen Spinalkanal da aufdrückt, dann kann das natürlich auch weitere Folgen haben, die man sich vielleicht gar nicht so ausmalen möchte. Aber ich hoffe, dass sich dann auch diese Angst irgendwann legt und dass ich halt einfach so ein bisschen auch schonender lerne zu trainieren, um solche Sachen halt vorzubeugen und einer Wirbelsäule eine Freude zu machen. Ich werde euch natürlich auf diesem Weg mitnehmen, werde euch zeigen, wie das dann so in den nächsten Wochen und Monaten bei mir aussieht mit dem Training. Mittlerweile habe ich ja ungefähr anderthalb Wochen gar nicht mehr trainiert, beziehungsweise ich war einmal Oberkörper trainieren, aber das war halt auch nicht so wirklich befriedigend, weil ihr wisst, ich liebe mein Unterkörpertraining. Und mal schauen, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen so entwickelt und was ich machen können werde. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat es gefallen, mal so einen kleinen Einblick zu bekommen. Ich persönlich, wie gesagt, wusste darüber, über dieses Thema davor nicht allzu viel und deswegen finde ich es umso interessanter, da jetzt mal auch einen Einblick bekommen zu haben. Natürlich sind die Bedingungen jetzt vielleicht nicht die schönsten, aber wie gesagt, man lernt halt immer dazu. Jetzt weiß ich, okay, das kann passieren und das ist auch schon passiert und das ist natürlich auch irgendwo eine Lehre für mich und ich hoffe, dass es euch auch etwas gebracht hat, vielleicht etwas mehr Verständnis für diese Thematik und dass ihr gut auf euch aufpasst, damit euch hoffentlich so etwas nicht passiert. Ansonsten könnt ihr natürlich gerne mal bei dem Link in der Videobeschreibung vorbeischauen. Dort könnt ihr 10% mit Leonie sparen und zwar bei Rocker Nutrition, die allerbesten veganen Supplements auf dem Markt. Da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen, denn so könnt ihr auch mich unterstützen und meine Arbeit auf YouTube, Instagram etc. Schaut natürlich auch auf meinem Instagram dabei, um zu verfolgen, wie das jetzt so läuft in den nächsten Wochen und Monaten. Und ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ciao!